Theater St. Jakob an den Toren Bozens. Der heftige Regen konnte natürlich überhaupt nichts gegen den warmen Enthusiasmus der Blues-Fans. Volles Haus, bis zum letzten Platz gefüllter Saal für die Ausgabe 2014 von An Evening with the Blues. Nationale und internationale Größen zum dritten Mal auf der Bozener Bühne, dank des Einsatzes von Agostino Accarino und seiner Argo and Friends. Der Blues hat seine Wurzeln in den Ursprüngen der Musik. Natürlich war, da es hier ja um Kultur geht, die Stiftung Südtiroler Sparkasse unterstützend dabei. Sie fördert dieses Ereignis, das inzwischen zu einem fixen Termin in der Bozner Kulturszene geworden ist. Es ist wichtig geworden, weil am Anfang ist das ein Experiment gewesen und wir haben das riskiert und das hat gewirkt, das hat funktioniert und wir sind weitergegangen im zweiten Jahr, jetzt haben wir im dritten Jahr und es hat einen brutalen, guten Erfolg. Und wir haben gemerkt, dass die Leute die Leute mögen das. Es gefällt ihnen. Ehrengast des Musikabends in St. Jakob war der legendäre schwarze Bluesmann Bill Hole Matt Perry, einer der letzten, welche die Tradition der Musik des Deltas des Mississippi noch voll verkörpern. Der Gitarrist und Sänger stammt nämlich aus Clarksdale, der Stadt mit einem Museum des Blues. Er ist natürlich bei allen wichtigen Bluesfestivals in den Vereinigten Staaten schon aufgetreten. Hier in St. Jakob ist die Liebe des Publikums so groß, dass es mir vorkommt, in New York zu sein. Die Atmosphäre ist herrlich und die Zusammenarbeit unter den Musikern magisch. Der Blues hat nichts Exklusives. Er ist für alle da. It is not, so it's great. Die Tochter Sharrow hat Bill Perry auf seiner Reise nach Bozen begleitet. It might be a little town, but it's very big to me. And my heart, I'm just so happy to be here. It's beyond words. It's very exciting. The beauty, the music, the people, everyone is so nice, so wonderful. I want to stay. I want to move here. An Evening with the Blues. Ein Abend mit dem Blues ist in wenigen Jahren zum wichtigsten und bekanntesten Blues-Festival Südtirols geworden. Joe Chiarello, 17 Jahre, zählt zu den größten italienischen und nicht nur italienischen Nachwuchstalenten. Viele sehen in ihm den Nachfolger von Robert Johnson. Er arbeitet fast schon fix mit Rosario Tedesco zusammen. Die beiden haben sich getroffen, als Joe Chiarello 12 Jahre alt war. Sänger und Gitarrist der Jungstar, erfolgreicher Mundharmoniker, sein Partner. Das Ergebnis könnt ihr mit eigenen Ohren hören. Im Theater von St. Jakob wurden zwei Abende dem Blues gewidmet. Alle bedeutenden Musiker der nationalen Blues-Szene waren auf der Bühne vertreten. Unter ihnen auch Tolo Martin. 1998 gewann er das Jimi Hendrix Guitar Festival in Seattle. Auch er ist von der Organisation der Abende in St. Jakob begeistert und mit seiner Erfahrung hat das etwas zu bedeuten. Zu
secondo me oggi c'è bisogno di ascoltare musica spontanea, che adesso questa sera è una serata. Die Menschen haben wieder mehr Lust, Live-Musik zu hören. Das Jazz-, Rock- und Blues-Angebot will nun auf dieses Bedürfnis eine Antwort finden und damit auch gegen das Überangebot an Pop und kommerzieller Musik auf dem Musikmarkt ankämpfen. Diese zwei Abende mit immer zahlreichem Publikum sprechen natürlich auch für die gute Organisation der Veranstaltung. Oggi ho visto un'organizzazione stupenda, veramente professionale, e chi sta organizzando ci ha messo l'anima e la sua professionalità. Schließlich ist natürlich auch noch die große Show von Mario Insigna zu erwähnen. Der Musiker aus Neapel versteht es bestens, den Dialekt seiner Heimat mit dem Rhythm and Blues in Einklang zu bringen. Sein Ensemble ist in kurzer Zeit zur wichtigsten neapolitanischen Bluesband geworden. Mit der Musik von Mario Insigna im Hintergrund wollen wir auch noch den Schlagzeuger Mario Punzi, den Gitarristen Andy Gozzi, den Bassisten Francesco Giovanazzi und die Bozner Sängerinnen Monica Callegaro und Eva Massardi erwähnen. Musik.